Sching TV. Sching Sching TV. 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 Sching Sching TV. Nee, genau. Hallo zusammen zum, ich weiß gar nicht, wie viel ein Podcast jetzt, 7. oder 6. oder ich weiß nicht was, Xingxiang TV Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Der Gast heute ist Roland Meyer de Voltaire. Hallo Roland. Hi. Und Gast von mir ist er nicht, das stimmt nicht, weil ich bin, habe mich bei ihm mal wieder, wie das auch schon bei anderen Podcasts war, eingezeckt, weil ich habe ja kein Aufnahmegerät und gehe dann einfach zu den Leuten und nehme das dann da auf. So, vielen Dank dafür, dass wir hier deinen Schnaps trinken dürfen. Und ja, schön, dass du vorbeischaust. Ja. Also wir, sage ich, weil Eike Jürgensmann ist auch noch mit hier im Raum. Also wir sind hier heute, ich habe Verstärkung, ein Sidekick sozusagen. Eike, sag auch mal Hallo zu den Zuhörern. Kann man das verstehen überhaupt, wenn ich... Ja. Das klingt einfach nur so. Das klingt wahrscheinlich einfach nur so wie ganz weit weg. Aber auch das kann ja Charme haben. Ja, genau, Eike sitzt im Nebenraum. Gut, ja, cool. Wir sind sogar in Berlin. Das ist eine große Stadt irgendwo östlich von anderen Städten, die weiter westlich sind. Und auch nördlich von einigen. Ist eine mega krasse Stadt. Leute, fahrt da mal hin. Mega krass. So, Roland, worüber willst du denn reden? Ich habe keine Ahnung. Ja. Du hast, genau, ich kenne dich von der Band Voltaire, die es nicht mehr gibt. Und jetzt ist dein aktuelles Projekt, heißt Schwarz. Ne? Genau, ja. Und was ist da so der Stand? Also... Ihr habt Songs, du hast Songs geschrieben und auch schon produziert, ne? Also. Ja, genau. Das hat so vor, das ging irgendwie los mit einer Idee vor 3 Jahren, als ich mit einem Freund mich zusammengesetzt habe, der zu der Zeit auch mein Nachbar war, Kiko Maßbaum. Sehr guter und auch sehr erfolgreicher Produzent, der irgendwie mir schon immer in den Ohren lag, ey, lass mal was Englischsprachiges machen. Und ich habe immer gesagt, nee, ich habe meine Band, ich mache Voltaire. Ja. Und so. Und irgendwann, als das mit Voltaire sich irgendwie abzeigte, dass es da nicht mehr weitergeht, ich habe irgendwie gedacht, so, ja doch, irgendwie wäre es schon mal spannend und auch mal so ein neuer Ansatz für mich. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich eigentlich überhaupt erst angefangen habe, auf Englisch zu singen. Also das mit dem Deutschen kam sogar wirklich erst später. Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben, habe dann mit verschiedenen Leuten mal zusammen dran gesessen, Produzenten, Schreibern, auch dann wieder sehr viel alleine dran gesessen. Bin nach Berlin gezogen, habe mir ein paar Musiker gesucht, mit denen das zusammen auf die Bühne gebracht und jetzt, bin jetzt ganz gut aufgestellt da eigentlich. Also ich habe da auch recht viel Glück gehabt und habe jetzt irgendwie ein gutes Management, eine Plattenfirma und einen Verlag und die ziehen gerade alle so an einem Strang und das ist ganz, ganz schön. Also es läuft richtig an, also praktisch. Genau, also es läuft an und Betonung auf an und das ist auch schon ein bisschen länger. Also ich merke schon auch, ich muss dann irgendwie ein bisschen Geduld haben, so als ich vorletztes Jahr angekommen bin. Habe ich irgendwie gedacht, ja, so in einem Jahr dann eine Platte rauszubringen, wäre dann schon irgendwie cool. Und dann habe ich irgendwann Steffen kennengelernt, meinen Manager. Dann haben wir angefangen zu arbeiten. Habe ich gesagt, ja, zum Jahresende habe ich die Platte fertig und dann kann sie jetzt irgendwann im Frühjahr rauskommen. Jetzt gerade reden wir so tendenziell eher darüber, es so ins Jahresende oder Anfang nächsten Jahres zu schieben. Aber keine Ahnung, ist vielleicht auch ein Vorteil vom Älterwerden. Dass irgendwie so Zeit immer weniger eine Rolle spielt. Zumindest kommt da auch von denen so, ja, es ist irgendwie lustig, wie anders es ist, mit dir zu arbeiten, als mit irgendwie unseren Künstlern, die, was ich, vielleicht auch irgendwie eher in ihren
frühen 20ern oder so halt irgendwie sind, die für die dann irgendwie so ein Jahr ein Album-Release zu verschieben irgendwie ein totales Desaster ist. Ja. Ich erinnere mich auch daran, dass das für mich damals bei Voltaire auch ganz schlimm war, also für uns alle, weil wir da auch das Debütalbum eigentlich um ein Jahr geschoben haben. Es war schon fertig und dann ist es halt erst ein Jahr später rausgekommen. Und aber du, ist halt so, aber du bist so richtig gezielt nach Berlin gezogen, wenn ich mich recht entsinne, um das mit der Musikkarriere weiterzubringen, um neue Optionen zu eröffnen, oder? Ja, genau. Also das ist, das Ding ist ja irgendwie, wenn man von Musik leben möchte und man will aber auch irgendwie sein eigenes Ding machen, dann gibt es einen ganz kleinen Teil von Menschen, die den Riesenglück, die das Riesenglück haben, dass zufällig das, was sie unbedingt machen wollen, auch das ist, was sich so gut verkauft, dass sie davon gut und ganz wenige ja auch extrem gut leben können. Wobei schon überhaupt Leute, die davon leben können, ist natürlich, das sind unglaublich wenig Menschen. Das muss man ja schon leider sagen. Also, und deswegen ist mir irgendwie schon klar gewesen irgendwann, dass ich auch mal nach links und rechts gucken muss. Und das heißt, dass ich Songwriting für andere mache, produziere, Filmmusik mache. Es sind ja zum Glück auch alles Dinge, die mir Spaß machen. Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, abgesehen von dem Regisseur Aljoscha Pause, der halt in Bonn sitzt, hatte ich eigentlich überhaupt keine Kontakte wirklich in Köln. So die meisten Sachen, so wie zum Beispiel die Arbeit mit dem Rapper Megalo oder so, die waren halt hier. Und ich bin dann immer öfters auch mal hier hingefahren und irgendwann habe ich so gemerkt, ich sitze irgendwie in Köln, habe eigentlich Bock, total viel zu machen, aber alle Leute, mit denen ich irgendwas machen könnte, sitzen hier. Und das war halt so ein Mix aus irgendwie für mein Projekt hier hinziehen und aber halt auch um ja, einfach auch dieses ganze musikalische auch Berufsfeld für mich halt weiter auszubauen. Und wie war das für dich, hier hinzukommen, eben mit diesem... Ich stelle mir das krass vor, also dass man hier hinzieht und natürlich verändert sich dann auch ganz viel, was aus der Ferne irgendwie als, wie soll man sagen, Kontakt, aus dem etwas entstehen kann, aussieht. Das verändert sich ja dann ganz stark, wenn man dann hier ist und dann da anruft und sagt, ey, lass mal was machen, können wir uns treffen? Und geht das, also ging das so reibungslos, wie du dir das vorgestellt hast, oder? Ich habe 2009 schon mal so einen halbherzigen Versuch unternommen, hier hinzuziehen. Und damals hatte ich dann irgendwie, keine Ahnung, so meine 4-5 Leute, mit denen ich irgendwie hier was machen wollte. Und die haben gesagt, geil, ja, du kommst nach Berlin, cool, lass uns was zusammen machen. Und dann bin ich hier hingekommen und ich habe irgendwie einen Monat hier gesessen und irgendwie mir den Arsch abtelefoniert und irgendwie 3 sind hier ans Telefon gegangen. 2 haben mal zurückgerufen, einer von denen hatte keine Zeit, mit dem anderen habe ich einen Termin abgemacht, den er mir dann kurz vorher abgesagt hat. Geil. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, ja Leute, also geht, legt euch gehackt und ich fahre wieder nach Hause. Ja. Und das war dann halt aber, also so, was ich aus der Situation gelernt hatte, war halt so, okay, wenn ich hier hinkomme, dann darf ich mir nichts vormachen, hier wartet niemand auf mich. Und ich muss Geduld haben und ich darf auch keine Scheu davor haben, Leuten vielleicht auch mal wirklich auf die Nerven zu gehen. Und auch mal nochmal und vielleicht auch nochmal anzurufen. Ich bin halt vom Grundding her bin so gut erzogen worden. Also so, wenn ich halt jemanden anrufe und mich mal einen Termin vereinbare, sowas so, oder der geht nicht ran, ruft nicht zurück, dann will der halt irgendwie nicht, dann habe ich das zu akzeptieren und so. Also so, wie man das ja eigentlich auch im Privatleben macht. So, und dann habe ich aber einfach gedacht, nee, komm, es bringt ja mir nichts, komm, du probierst es jetzt einfach mal. Und dann bin ich halt hier hingekommen und ich war ja auch, muss man vielleicht auch dazu sehen, in einer ziemlich misslichen Lage irgendwie in Köln zu dem Zeitpunkt, als ich da abgehauen bin. Inwiefern? Weil ich halt, ich war total pleite. Ja. Ich war wirklich komplett pleite. Ich hatte irgendwie das Finanzamt am Hals, die haben irgendwie, die waren kurz davor, mir halt alles, was ich eh schon nicht habe, unterm Arsch wegzufänden. Ich hatte mich mit meiner Mitbewohnerin dann irgendwie auch ein bisschen in die Wolle bekommen und dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich ausziehe und ich war in der Situation, irgendwie eine Wohnung zu suchen und ohne irgendwie, also mit viel Minusgeld so, und ohne zu wissen, wo überhaupt irgendwie Geld herkommen soll.
Und dann war das einfach auch diese Situation, wo ich einfach dachte, okay, scheiße, jetzt hast du aber auch nichts mehr zu verlieren. Und dann habe ich das halt einfach gemacht, bin hier rüber, habe das große Glück gehabt, über ein paar Freunde wirklich erstmal einen Monat hier für lau bei jemandem wohnen zu können, der eine sehr große Wohnung hat und ein Herz für Künstler. Bin auch hier hingekommen mit irgendwie so dem Gedanken, ja, ich fahre jetzt hier mal hin und kann aber auch sein, dass ich in einem Monat oder zwei wieder hier die Segel streiche. Aber das ist ja dann schon ein krasser Druck, dass das funktioniert auch, oder? Also ich finde das so ein bisschen paradox, was du zum einen erzählst, dass du jetzt so eine Ruhe hast, dass Zeit keine Rolle mehr spielt, was du so auf der einen Seite empfindest, aber auf der anderen Seite, wenn man kein Geld hat, ist doch, hat man doch einen unheimlichen Zeitdruck, also dass das schnell auch ans Laufen kommt, weil irgendwie muss man ja existieren. Also, oder? Ja, genau. Das muss man aber so ein bisschen getrennt sehen. Also wäre es jetzt wirklich so, dass ich, also natürlich hast du vollkommen recht, aber würde wäre das, wovon ich jetzt ausschließlich gerade leben würde, mein Projekt, hätte ich da natürlich auch dann irgendwann Druck. Das ist ja genau wie, so wie alle, keine Ahnung, so wie ich irgendwie dann mal Sebastian Matzen irgendwann mal vor Jahren mal auf einen Kaffee getroffen habe und er meinte, ja, wir haben jetzt irgendwie so viel Gas gegeben und ein Album nach dem anderen rausgehauen und irgendwie machen wir jetzt mal so ein bisschen Pause. Wir müssen jetzt nur mal die Tour zu Ende spielen und mal gucken, wie lange wir es uns leisten können, diese Pause wirklich so zu machen und wie schnell wieder ein Album nachkommen muss. Das ist natürlich eine Realität, die hat man irgendwann, wenn es läuft. Ist ja auch ein Luxusproblem. Auf der anderen Seite, also bei mir ist es halt jetzt einfach auch so, dass ich halt einfach auch so viele andere Dinge irgendwie mache, dass ich merke, so, es verselbstständigt sich, ich werde weiterempfohlen, ich komme irgendwie rum, ich lerne ständig neue Leute kennen, die mit mir arbeiten wollen. Und das sind auch in sehr vielen unterschiedlichen Projekten, in sehr unterschiedlichen Funktionen. Als Produzent, als Schreiber ist das meiste. Und ja, dadurch ist dieses Finanzielle, ist dadurch sehr viel entspannter. Aber das, worauf ich gerade hinaus wollte, war, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, als du hierhin gezogen bist, war das ja noch nicht, nicht klar, dass das so kommen würde. Ne? Nein, überhaupt nicht. Warst du doch schon in einer großen Unruhe und in einer Drucksituation, dass das jetzt auch schnell funktionieren muss. Als ich hier hingekommen bin, also was ja erstmal passiert ist, als ich hier hingekommen bin, ist, dass ich irgendwie ein paar Wochen hier war und dann irgendwie sich rausstellte, der eine gute Freund von mir fährt irgendwie für einen Monat mit seiner armenischen Frau in ihr Heimatland auf Besuch und will seine Wohnung nicht untervermieten und würde sich sogar sehr freuen, wenn ich mich irgendwie einen Monat drum kümmern würde als vertrauenswürdige Person. Ja. An einer anderen Stelle war bei einem Schulfreund von mir irgendwas an der Balkontür kaputt und sie sind irgendwie 3 Wochen in Urlaub gefahren und haben mich dann auch gefragt. Also schlussendlich war es tatsächlich so, dass aus meinem Gut, ich fahre jetzt mal hier hin und bin irgendwie nach einem Monat vielleicht wieder weg, weil mir keine Ahnung Geld ausgeht oder sonst irgendwas, auf einmal so krass, ich bin jetzt 2 Wochen hier und ich habe die nächsten 3 Monate habe ich eine Wohnung, ohne irgendwie einen Cent dafür zahlen zu müssen. Ja, man war natürlich schön, also es war ja auch einfach in vielerlei Hinsicht auch ein schönes Gefühl, einfach dann diese Freunde zu haben. Ja, und genau. Irgendwie so ist alles. Das und das ist ja dann auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie ergibt sich gerade ganz viel und das macht, das gibt einem, kann einem auf so eine komische romantische Art, so geht es mir schon mal auch dann, das Gefühl geben, das macht jetzt Sinn, das war alles richtig, dass ich jetzt hier hingegangen bin. Hier ja, natürlich, ist ja dann auch irgendwie wirklich so. Also ich meine, wenn du irgendwie jahrelang in einer Situation lebst, in der du eigentlich ständig nur Sachen anschiebst und irgendwie auch nichts von selber in Gang kommt und alles, was du irgendwo reingesteckt habe, woran auch immer das gelegen hat, das kann man ja im Nachhinein immer nur mutmaßen und nicht wissen und irgendwie sowas. Und ich habe das irgendwann auch dran gegeben, mir darüber Gedanken zu machen. Aber wenn du immer wieder reingibst und machst und tust und
es kommt einfach nichts zurück und du zahlst ständig nur drauf. Und es, also es kommt an keiner Stelle irgendwas zurück. So nicht an, nicht an Geld, nicht an irgendwie Aufmerksamkeit oder irgendwas. Ja. Dann ist es halt total irre, wenn auf einmal sowas passiert. So. Ja. Dabei, das war für mich so alles auf dem Kopf. So, ja. Also in einem ganz schönen Sinne. Es war auch wirklich so ein bisschen in diesen Monaten war es auch wirklich so, dass ich, es war ja dann auch der Sommer, es hat natürlich auch alles ein bisschen leichter gemacht, dass ich so mir immer so ein Ritual zugelegt habe, weil ich bin auch in den Monaten danach, bin ich ja auch noch so zwischen Miete und so mäßig immer überall so untergekommen, wo ich irgendwie mich nicht so richtig, wo ich nicht so richtig zu Hause war. Und ich bin immer, ich bin jeden Tag immer auf der Straße frühstücken gewesen. Ja. Und ich bin immer in den Supermarkt rein, habe mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Joghurt oder einen Kefir und eine Banane oder ein paar Mandarinen oder irgendwie sowas geholt und habe mich irgendwie auf den Platz rausgesetzt. Und das habe ich irgendwie den kompletten Sommer gemacht. Ja. Und es war irgendwie ganz... Auch um Geld zu sparen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also viel Kohle hatte ich nicht und ich wusste ja auch irgendwie nicht... Also ich hatte noch so eine Zahlung bekommen für ein Filmprojekt, an dem ich gearbeitet habe. Das konnte ich mir zum Glück auszahlen lassen. Aber ich wusste ja auch nicht, wann wieder Geld kommt. Und also dann gab es schon auch sehr stressige Momente, wo ich dann auch manchmal auch dann wieder nicht wusste, wo dann Kohle herkam und irgendwie sowas. Und ja, aber ja, ist irgendwie alles gut gegangen bis jetzt. Ja, das Krasse ist ja, dass das dann so viel von anderen Faktoren und anderen Menschen abhängt, was man da tut, ne? Also ja, oder was überhaupt passiert. Also nur mal ein krasses Beispiel. Ich habe mir eine ganze Menge WGs angeguckt und eine ganze Menge Wohnungen. Ich wäre auch sogar noch weiter zur Zwischenmiete irgendwo geblieben, weil ich einfach wirklich nichts gefunden habe, irgendwie, wo ich länger hätte bleiben können. Dann gab es aber dieses Posting irgendwie bei Facebook von diesem Mädel, was ich irgendwie mal vor irgendwie 3-4 Jahre vorher mal nur ein einziges Mal in Mannheim an der Popakademie getroffen habe, in so einem Sommerseminar, wo ich irgendwie als Coach mitgearbeitet habe, die dann irgendwie meinte, hey, ich suche irgendwie neuen Mitbewohner und sowas. Und war auch ganz ein Liebhaber meiner Band, also von Volterra irgendwie. Und dann dann ergab sich das irgendwie, dass ich hier einzog. Also hier in die Wohnung, in der ich jetzt bin, genau. So, dann hatte ich irgendwann dieses Ding, gut, ich will das jetzt in mein Projekt mal auf die Bühne bringen, habe irgendwie so ein erstes Mini-Konzert veranstaltet, bewusst das niemandem gesagt von irgendwem, den ich für mich für wichtig halte, weil ich das total im geschützten Raum vor 20, 30 Leuten, gibt ja auf Vimeo auch dieses Video, kann man wirklich sehen, es ist so eine Wohnzimmeratmosphäre, ganz klein. Und in diesem geschützten Rahmen wollte ich das? Halt auch... Vielleicht wollen die Leute das jetzt anklicken. Das heißt schwarz@mastul, M-A-S-T-U-L. Im Wedding ist das ein sehr schöner kleiner Laden mit so einem Hinterzimmer, wie so eine Art Mini-Theater. So. Mhm. Ähnlich wie in Köln, die Wohngemeinschaft, nur noch kleiner. Mhm. Habe ich bewusst niemanden aus der Industrie oder irgendwen eingeladen, keine Journalisten, keine Plattenfirmenmenschen, sonst irgendwas, so nur Freunde Bescheid gesagt und Alina gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit ihrem Pianisten zusammen ein bisschen Vorprogramm zu machen. Hat sie das gemacht und dann habe ich am Tag sogar noch mit ihr geschimpft, weil sie ihr Management eingeladen hat. Ah, okay. Und dann stehen die beiden dann irgendwie so da, dieser lange Lulatsch neben dieser schönen blonden, langhaarigen Frau mit Mütze, so ein bisschen hipstermäßig, und beide gehen so total mit und danach kommt er irgendwie so völlig strahlend auf mich zu und sagt mir irgendwie so, ey, das ist in den, weiß ich nicht, irgendwie 18 Jahren, die er in Berlin ist, er das selten erlebt hat, dass ihn auf Anhieb irgendwas so geflasht hat. Und ja, und meinem Zusammenkommen mit Steffen habe ich im Grunde fast alles, also im Grunde alles zu verdanken, was jetzt in der Folge danach passiert ist. So. Okay. Also es hätte ja auch alles so anders laufen können. Ja. Ich hätte in einer anderen Wohnung landen können. Ja. Dann wäre es alles schon ganz anders gewesen. Und wie interpretierst du das im Rückblick? Ist das
Ich weiß nicht, ob das, hast du das Gefühl, so ist, endlich ist es passiert, was du die ganze Zeit schon verdient hattest, weil du so hartnäckig immer weiter dran geblieben bist? Oder war das einfach glückliche Fügung? Hast du manchmal das Gefühl, das ist eigentlich unverdientes Glück, oder wie soll man sagen, dass da etwas zu dir kommt? Macht dich das auch misstrauisch auf eine Art, dass da jetzt irgendwas passiert, was auch wieder aufhören kann, weil du es so anders kennst? Oder genießt du es einfach in vollen Zügen? Also im Grunde alles davon gleichzeitig. Ja. Ich muss auch echt sagen, so vielleicht, also ich höre in letzter Zeit, es ist ja auch schön, ne? Ich höre in letzter Zeit öfters so diesen Satz, so ja, das hast du so verdient und hast viel gemacht und irgendwie sowas. Aber irgendwie, ich meine, klar, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und ich verstehe irgendwie schon, warum irgendwie das mit dem Verdienen und irgendwie so, warum das irgendwie auf der einen Seite Sinn macht, aber irgendwo ist das ja doch alles Quatsch. Weil ich meine, irgendwie, man macht halt irgendwie was und im Grunde, wer würde denn nicht alle, also wer, wie viele Leute kriegen irgendwie etwas, was sie so unbedingt verdient hätten? Wie viele Leute reißen sich den Arsch auf, kriegen nix? Ja. Oder wie viele Leute kriegen alles, obwohl sie nichts tun? Ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kann ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Gedanken halt immer weniger anfangen kann. Ja. Also wahrscheinlich, ist schon eine Sache, die ganz hilfreich ist, irgendwie eine Grundhaltung zu haben, dass man irgendwie offen ist für die Dinge, ja, die passieren, und aber auch irgendwie bestimmt genug, um einfach auch Schritte zu gehen. Mhm. So wie zum Beispiel jetzt nach Berlin zu kommen, für mich, so für sehr viele andere Menschen, war nach Berlin zu kommen einfach ein absoluter Griff ins Klo. Ja. Ich meine, ich habe ja auch von so vielen Leuten, ich habe auch eine Menge Leute mitbekommen, die hierhin gekommen sind und dann irgendwann wieder die Segel gestrichen haben, wo man hörte, ja, ist jetzt irgendwie wieder in Köln und irgendwie, keine Ahnung, wirst irgendwie ausgenommen hier und kriegst irgendwie nichts und sowas. Also so. Und diese Unverbindlichkeit hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, als du wieder zurückkamst. Ne? Also das, was du ja gerade schon beschrieben hast, ne? Du hast die Erwartungen, hast die Kontakte, aber keiner geht ans Telefon oder man verabredet sich und das wird doch nichts. Und ne, ja, das hast du ja auch erlebt. Ne? Ja, total. Also so, es ist auf jeden Fall muss man, glaube ich, auf so eine gewisse Art sehr auf einer gewissen Ebene uneitel sein, weil also oder ich habe das Gefühl, dass ich mir das hier so irgendwie ein bisschen abtrainieren musste, weil ich sonst einfach immer verletzt, ja, gewesen wäre. Das ist wahrscheinlich halt auch so eine Altersfrage, ne? Dass man das besser kann, so von sich absehen und von dem eigenen Stolz so ein bisschen von dem Ross ein bisschen runter kann. Ne? Ja, Alters- oder Charakterfrage. Also ich glaube halt für viele Menschen ist es halt wirklich nicht so. Und ich weiß noch nicht, ob das für mich immer auch was ist. Vielleicht ist es ja irgendwann auch so, dass ich irgendwie merke, so, boah, ich hab irgendwie genug davon und irgendwie, ich meine, es ist ja klar, auf der anderen Seite ja schon so, ich freue mich immer sehr, wenn ich nach Köln komme und irgendwie einfach gute Freunde wiederzusehen und klar mag ich das auch, dass mich irgendwo getragen und aufgehoben zu fühlen. Aber ich habe mich ja, aber auch dieses Gefühl hat in Köln ja sehr gelitten, dadurch, dass bei mir halt einfach beruflich nichts passiert ist, ja, dann irgendwann auch, weil ich meine, man ist natürlich nicht nur sein Beruf, aber wenn da halt so gar nichts passiert und du dauernd irgendwie der bist, der, wenn er mit Freunden, auch mit alten Freunden zusammensitzt, irgendwie der ist, der am Ende eingeladen wird oder weiß ich nicht, immer wieder mal gucken muss, wo Miete herkommt und so weiter, dann, wenn man da etwas dran ändern kann, dann macht man das, glaube ich, auch. Und halt mal unabhängig auch vom Geld. Ich rede jetzt irgendwie so viel über das Geld. Also da, ja, kann man so viel festmachen. Aber es ist total interessant. Natürlich ist es auch, also wenn es mir nur ums Geld gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch was anderes machen können. Ich wollte Musik machen. So. Ja.
Und natürlich habe ich irgendwo auch den Gedanken gehabt, so, ich kann irgendwie was und irgendwie muss ich mich einfach mal an die, muss ich mich vielleicht einfach nur an die richtige Stelle stellen, um einfach auch was draus machen zu können. So. Ja, was ich mir dann so aufdrängt als Frage, wenn man diesen Druck hat, auf der einen Seite, aber auf jeden Fall auch irgendwie diesen Glauben, die Überzeugung auf der anderen Seite, also inwiefern verändert das die Kunst, also das, was du dann schaffst, also das oder bleibt dieser Raum unberührt, wenn du hier sitzt und etwas entwickelst, Songs schreibst und so, inwiefern hat sich das verändert durch diese Umstände? Oder wie wird es? Da habe ich gerade ein ganz interessantes Beispiel. Im Moment arbeite ich relativ viel mit einem Typen, der eigentlich das diametrale Gegenteil von mir ist, würde ich sagen. Das ist ein Produzent, der ist ein paar Jahre jünger als ich, so der ist 31. Der heißt Vitali Zestovsky. Und ist halt der im Moment so der totale König, was so diesen, was so halt diesen Deep House Dance Sound angeht, ist gerade mit, es gibt diese DJ-Truppe Gestört, aber geil, die sind jetzt gerade irgendwie für ein Echo nominiert, das Album von denen ist auf 2 gegangen und Single ist und es sind schon mehrere Singles auch Gold gegangen von denen. Er ist halt hauptverantwortlich für das Album gewesen. Und ist als Produzent jetzt da halt für ein Echo mit nominiert, ist so in einer bestimmten Sparte unterwegs und in der aber halt so krass, dass er irgendwie wirklich teilweise von internationalen Weltstars Remix-Anfragen kriegt. Der ist so, das ist ein ganz, also der ist, ich hab den wahnsinnig gern, der ist ein sehr herzlicher Kerl, so, ne? Aber er ist so ganz grobschlächtig bei Musik machen. Der macht alles ganz schnell, der haut irgendwie Sachen so hin und dann sagt er, ja, hört er sich was an und sagt, es geil oder ist nicht geil. Und wenn nicht geil, ist dann halt weg und anders. So. Ja. Da ist so eine Haltung, die sowas sehr Intuitives und Energievolles und auch für mich erfrischend Respektloses irgendwie hat. Ja. Und er holt mich halt immer öfters so dazu, weil ich halt, weil wir irgendwie eine coole Art irgendwie miteinander haben, weil ich irgendwie musikalisch einfach natürlich einen ganz anderen Background habe als er. Er sagt auch selber, so von Musik habe ich eigentlich nicht so viel Ahnung. So ich kann das machen, was ich mache. Aber halt diese wenn ein Song da ist und dann, weiß ich, muss eine zweite Stimme irgendwie hin oder irgendwie sowas so, dann sowas, das höre ich, während es läuft irgendwie dann schon direkt und er muss dann wieder rumprobieren, also länger, braucht dann viel länger als ich dafür und so. Und irgendwie, wir ergänzen uns da halt ganz gut. Und irgendwie habe ich mich dann auch mal hingesetzt und ich bin so jemand, ich sitze dann eher nicht einen Tag wie er, sondern eher so 3 Jahre manchmal im Song. Und dann habe ich mir einfach mal gesagt, komm, setz dich einfach mal hin und legst einfach mal los und versuchst mal einfach, gehst jetzt einfach mal auf schnell mal so ein gesamtes Stehen haben. Kann man nachher wieder ändern oder irgendwie sowas, aber du probierst jetzt mal wirklich so seinen Weg aus. So ein bisschen, ja. Also meine, es wird, das kommt natürlich trotzdem ein ganz anderer bei raus. Und das ist irgendwie eine andere Energie. So, die ist auch sehr inspirierend. Und das macht mir auch total viel Spaß. So. Dann aber wiederum geht es dann an das Thema Texten zum Beispiel. Dann habe ich jetzt dieses Playback, was mir total gut gefällt. Und beim Texten, da brauche ich dann wieder Zeit. Ja. Und dann ist es so, da ist es dann halt aber auch so,
dass ich jetzt in letzter Zeit so viel mit anderen Leuten zusammen geschrieben habe und irgendwie mitbekommen habe, auch ein bisschen, weiß ich nicht wie, auch Poptexten auf eine Art auch funktioniert und also auch von der Dramaturgie und so, also wie es zumindest oft funktioniert. Es gibt ja immer die Sachen, die aus der Reihe fallen und die einen ganz eigenen Weg gehen. Ja. Und irgendwie versuche ich davon, was einfließen zu lassen. Aber auch, weil ich es mag. Ich mag ja auch Popmusik. So. Also ich mag auch einige Sachen, die in den Charts laufen, total gern. Ich bin ja kein reiner so Indie-Hörer. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich mir dann auch Gedanken drum mache, so wie kann ich da eine eigene Marke reinsetzen? Und was kann ich vielleicht beisteuern, was mir irgendwie doch fehlt bei vielem, was ich höre? Und so ein Beispiel, wo es jetzt nicht für mich, aber für jemand anders halt sehr schön war, als ich mit Enno Bunga diesen Text Wo bleiben die Beschwerden für sein aktuelles Album geschrieben habe. Sehr, sehr schöner Song, toller Text. Danke, also ich bin auch, ich bin schon auch ein bisschen stolz drauf, gemacht zu haben oder was mir gefällt. Mit, ja, genau, darauf, weil du fandst ja bisher alles scheiße von mir. Nimmst du noch einen? Wir trinken noch ein Schnäpschen. Ja. Eike, du nimmst auch noch einen. Nee, ich muss mal ein Wasser trinken. Also willst du mal Wasser organisieren hier? Für mich? Ja. Aber einen Schnaps trinkst du auch noch mit, oder Eike? Das ist nicht so mein Ding. Ja, aber ich denke, das Argument verstehe ich nicht. Nein. Sorry. Ja, warte mal ganz kurz, bis du raus, weil solche Geräusche sind immer extrem laut. Bitte? So Geräusche wie so Türgeräusche und so sind immer ziemlich laut. Oh, okay. Aber dennoch den Faden nicht zu verlieren. Ja, also irgendwie etwas, irgendwie an etwas, also etwas, ich bin da irgendwie sehr stolz drauf gewesen, an so etwas mitgewirkt zu haben, was einfach sich auch mal mit einem Thema beschäftigt, was auch wichtig ist. Und ich habe viel mit Enno über diesen Text diskutiert und wir haben... Also nur ganz kurz, beschreib mal, worum es da geht. Oder Dankeschön, Eike. Vielen Dank. Bitte. Was ist das? Der Anstoß. Kurz Anstoß. So ist es ja doch sinnvoll, dass du als Sidekick hier bist, ne, Eike? Habe ich meine Rolle gefunden? Absolut, Wasserträger. Wasserträger. Sind wir hier in der Wüste, oder was? Ja genau, also dieser, wo bleiben die Beschwerden? Es geht um NSU, es geht um die Geschichte des rechtsradikalen... Also der Ausgangspunkt war, dass Enno halt das einfach sehr am Herzen lag, dazu was zu schreiben. Er hatte dieses Playback, er hatte irgendwie, was ja auch eine sehr starke Stimmung schon vorgab, das hatte er ausproduziert. Ist auch ganz lustig, da ist Enno auch so anders als ich. Ich würde niemals irgendwie im Studio einen Song aufnehmen. Also ich würde niemals für einen Song irgendwie ein Instrumental fertig aufnehmen im Studio, ohne einen Text dafür zu haben. Ja. Aber das ist ja jeder anders irgendwie. Ja, auch ein Distelmeier macht das wohl auch gerne mal so, habe ich mir sagen lassen. Dementsprechend war dann irgendwie die was aber ja auch irgendwie cool war, der Zeitdruck ziemlich groß und wir haben uns so in jeder freien Minute, die er hatte, an drei Tagen hingesetzt und sehr viel diskutiert. Er hatte einen Großteil des Refrains schon stehen irgendwie einen Sprachrhythmus, eine Melodie, Sprachmelodie irgendwie ungefähr hatte er auch schon. Und irgendwie haben wir uns dann... war erstmal so die Frage, so, weil ihn haben, so wie mich auch, einfach sehr viele Dinge aufgeregt, auch vieles über so die aktuelle Ost-West-Entwicklung, die Nachricht, also die Nachrichtslage-Berichterstattung in der Weltfinanzkrise. Also es gibt ja einfach schon eine ganze Menge Stellen, an denen es irgendwie global oder zumindest in der westlichen Welt brennt irgendwie und wo man drüber aufgebracht sein kann. Dann haben wir uns halt irgendwann
haben wir das halt immer weiter eingegrenzt und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir versuchen einen Abriss der Geschichte rechtsradikaler Vorfälle seit der Wiedervereinigung, haben also angefangen mit, das war Rostock, meine ich, das erste, wo man mit Feuerwerksraketen auf dieses Asylantenheim geschossen hat und irgendwie, wo es also zum ersten Mal so richtig hochgekommen ist. Also zumindest, woran ich mich erinnern konnte, ja. So, das war in den Medien ziemlich groß. Noch. Ja, klar. Und dann, genau, dann halt auch NSU, dann... Genau. Also, ja, genau, das ist, aber also, zumindest ja, ist das so ein Abriss. Und ja, so ein in dem Abriss. Text wird das immer so angespielt, finde ich, auf eine ganz elegante Weise, aber nicht zu sehr beschrieben. Also es ist in sehr kurzer Zeit sehr viele Geschichten erzählt, sozusagen. Ne? Also, ja, also wir haben sehr viele Zeitungsartikel dafür gewälzt, um auch immer sehr zu überlegen, so in welcher Perspektive erzählen wir welche Geschichte und haben dann zum Beispiel auch eine Reportage gefunden über die Vorfälle in der Kolbstraße aus der Perspektive der Tochter des verstorbenen Imbissverkäufers da. Und das war halt so, das war ein sehr gut pointiert geschriebener Artikel und aus dem haben wir uns da dann zum Beispiel diesem Thema genähert und es war viel wirklich recherchieren und diskutieren und das hat sehr viel Spaß gemacht auch, muss ich sagen. Es war wirklich eine schöne Arbeit und ja. Genau, ich habe zwei unterschiedliche Fragen gerade im Kopf, die in ganz unterschiedliche Richtungen weisen. Also das eine, was mich so interessiert, ist, du hast jetzt ganz viel so von anderen Leuten gesprochen und das nehme ich auch bei dir wahr, dass du dass du dich sehr beeinflussen lässt. Ne? Also dass du im Sinne von, wie du gerade gesagt hast, du lernst diesen Mann kennen, der einen bestimmten Weg hat, Musik zu machen, das fasziniert dich und du probierst es auch mal aus, sozusagen. Ne? Ja. Was würdest du denn sagen, oder kann man das sagen, gibt es etwas, was so das eigene an deinem Ansatz, an deiner Kunst ist, was immer geblieben ist, sozusagen, was das ausmacht, was du tust, oder ist das so, dass du eigentlich Lust hast, das immer wieder neu zu erfinden und da gibt es diesen Kern, der das irgendwie identifizierbar macht als Musik von Roland. Aus meiner Perspektive habe ich sehr, sehr viel über die Jahre verändert. Ja. So, ich meine jetzt mal rein formell außen betrachtet, mal so ganz platt kann man sagen, so gut, der Typ, der hat irgendwie früher hat er in einer Indie-Rock-Band gespielt und mit Neues Gitarren-Soli gespielt oder hat sowas gemacht und jetzt macht, also auf Deutsch und jetzt macht er irgendwie auf Englisch mit elektronischen Sachen und irgendwie. Ja, so. Genau. Du merkst, ich komme schon auf so eine Außenperspektive aus mich selbst. Also eigentlich, ich höre diesen Satz öfters so, man hört noch, dass das du bist. Ja, genau, aber was... Und das kannst du das selber... Ich kann das nicht genau erfassen. Also was ich vielleicht sagen kann, ist, dass... Ich schreibe eine Menge Kram, aber das Bedürfnis, es selber zu singen, ist irgendwie nur da, wenn es etwas ist, was mich auf irgendeine Art und Weise sehr tief emotional bewegt. So wie ein Mensch sich wahrscheinlich auch in seinen Grundcharakterzügen ab einem gewissen Alter auch nicht mehr so wirklich verändert, bleiben, glaube ich, so die Themen, die man im Leben irgendwie hat, auch ähnliche. Dass man sie vielleicht auf andere Art und Weise behandelt. Aber das sollen lieber Leute von außen irgendwie sagen. Also ich selber, ich entscheide das am Ende. Ich entscheide das am Ende halt immer sehr intuitiv. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch das Beste, also das Beste, was man machen kann dann am Ende auch. Also irgendwie, weil es so
Weil man dann irgendwie, weiß nicht, ich denke, beim Intuitiven ist man auch so ein bisschen bei sich. Ja, das ist sowas, was mir bei dir einfach schon sehr, was einfach sehr auffällig ist aus meiner Sicht, ist, dass du dir sehr zu Herzen nimmst, was bestimmte andere Personen über deine, dir als Ratschläge so mit auf den Weg geben. Ja, also immer mal wieder wechselnde oder wie du jetzt gerade auch dieses Beispiel beschrieben hast, dass du Leute sehr nah an dich ranlässt und auch an deine Kunst ranlässt. Und das kenne ich halt von anderen, die das eher so ein bisschen abriegeln und ein bisschen mehr schützen diesen Raum. Ne? Also du fragst dich, also fand ich jetzt gerade auch ganz interessant, wie du es gesagt hast, dass du dich gar nicht so danach fragst, jetzt da irgendwas festzuhalten, wo du zu identifizieren bist in dem, was du tust, sondern also ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich glaube, mit John Watts hast du gespielt, ne? Und der gesagt hat, irgendwie das mit der Kopfstimme ist gar nicht, oder was hat er gesagt? Der hat dir irgendwie so einen Ratschlag gegeben, erinnerst du dich daran? Man kann so eine Kopfstimme haben, aber man sollte sie nicht so oft benutzen. Oder irgendwie sowas hat er dir gesagt. Und da hast du so ganz viel drüber nachgedacht. Erinnere ich mich noch dran. So über diesen Satz irgendwie. Und erinnerst du dich dran? Kann ich mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern. Aber sagen wir mal, was ich... Ja, über meine Kopfstimme, verstehst du über meine Kopfstimme habe ich das öfters gehört. Ja, natürlich. Sagen wir mal, ich mag ja doch auch sehr den kommunikativen Aspekt beim Musikmachen. Ja. Ich mache mir viel Gedanken über das, was andere so sagen, weshalb ich mir zum einen sehr genau aussuchen muss, wen ich irgendwie auch meine Sachen hören lasse. Zum anderen ist es aber auch so, in der Auseinandersetzung mit dem, was andere Leute sagen, merke ich auch immer sehr genau, was ich will oder was ich nicht will. Also irgendwie, es ist für mich manchmal sowas wie, wie soll ich das beschreiben? So ein Schlaglicht, was irgendwie so wo drauf fällt. Mir ist natürlich klar, jeder Mensch hat so seine eigene Perspektive. Davon ist für mich jetzt erstmal keine, also so mal so abstrakt gesehen oder absolut gesehen relevanter oder unrelevanter. Merke ich so in der Auseinandersetzung damit irgendwie sehr, sehr viel. Ich spüre da auch sehr stark dann so auch meine Grenzen, meine Standpunkte oder aber halt eben auch die Punkte, die für mich halt beweglich sind. Und es gibt für mich, und da für mich glaube ich im Grundding alles irgendwie immer in Bewegung ist, gibt es für mich wenig, was absolut ist. Ja, okay. Ja. Aber du hast, ich finde das so, du hast ja gerade von dieser, zwischendurch mal von der Zufälligkeit gesprochen, mit dem Geld zu verdienen, was einem selber gut gefällt, was selbst bei einem ist und dass das gerade in diese Zeit passt, dass das auch als Produkt funktioniert sozusagen. Ne? Also, dass das hier jemand einem abkauft sozusagen. Ja, stimmt das? Kannst du die Frage bitte gerade nochmal formulieren? Ich habe keine Frage formuliert, nur du wirktest gerade so, als ob ich dich falsch wiedergebe. Nein. Ich dachte nur gerade, es klang nur gerade irgendwie wie eine Frage. Es war noch keine, genau, ich wollte daraus jetzt eine Frage machen, bitte. Die dich jetzt sehr, sehr, sehr herausfordert. Und da werden wir zum Kern deiner Kunst vordringen. Jetzt kommt's. Nein, Gott. Nee, ist klar. Nee, ist Prost. Klar. Ja, noch ein Schnaps. Das hat Jörg schon gesagt, mit der nächsten Frage habe ich dich. Ja, scheiße, jetzt habe ich der Albernheit mit den eigenen Faden abgeschnitten. Worauf wollte ich denn? Fuck, ich bin jetzt wirklich nicht mehr. Was hatte ich mir jetzt gerade ausgeführt? Du hast gerade darüber gesprochen, dass
Und was passiert, wenn die, wenn das, was man gerne macht, auch gekauft wird sozusagen? Ja, genau. Genau, das, 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 das interessiert mich, ob, ob du da so, ein, so, ein, so, ein, so eine Grenze hast zwischen Kunst schaffen, also dem aus, ich möchte mich selbst ausdrücken, und zwischen dem Produkt, das ich dann jemandem verkaufe sozusagen. Inwiefern das auch beeinflusst ist, dass du beim Songwriting denkst, ich habe Lust darauf, damit Geld zu verdienen, mich auszudrücken, ich habe auch Lust darauf, damit anzukommen und möglichst viele anzusprechen. Also dieser, du sagtest ja, dass du gerne Popmusik magst. Und dieses Popmusik hat ja immer direkt den Bezug. Du brauchst halt Popularität. Klar, logisch. Und das ist das Außen und das ist der Zeitgeist, das ist ein bestimmter Sound, der gerade eh funktioniert. Und, aber dann kriegt das so einen Produktcharakter, wenn man sich daran orientiert, ne? Also dann fragt man sich halt, was ist das, was gerade, was ankommt? Also, ja. So grundsätzlich ist das ja so ein Spannungsverhältnis, so von wegen, also sehe ich das zumindest, also ja. Zwischen sozusagen ist so das Extrem, so bei ganz stark bei sich sein oder sehr stark bei der Außenwirkung sein. Ja. Was bei mir nie passiert ist und was ich auch nicht machen werde, ist irgendwie für mich und für mein Projekt, da unterscheide ich dann auch sehr, sehr klar, mich irgendwie hinzusetzen und irgendwie mir, sagen wir mal zum Beispiel jetzt so, mir die Charts irgendwie quer anzuhören, ja. Irgendwie zu sagen, okay, gut, das und das und das und das und das ist gerade angesagt, da und da und da und da und da, und da könnte ich vielleicht andocken. Ja. Dann nehme ich mir jetzt das Element da und da raus und das Element da und da raus und das und klatsche das irgendwie so zusammen. Sowas ist bei mir kein Ansatz. Ja. Ne? Also es ist bei mir, und das ist, glaube ich, auch wichtig so für mich, dass da irgendwo schon auch noch so dieses dieses Lustprinzip irgendwie so ist. Also mal angenommen, irgendwie wenn jetzt das, was ich gerade beschrieben hätte, so der total, sagen wir mal, nüchterne, pragmatische, ich baue jetzt ein Produktansatz irgendwie wäre, ja. Dann ist das, was dem, wenn ich für mich schreibe, vielleicht noch am allernächsten kommt, dass ich irgendwie was höre, was mich total berührt, flasht und was ich ganz toll finde und wo ich irgendwie denke, so oh, irgendwie sowas wollte ich irgendwie auch schon immer machen. Ja. Und wie kann ich das machen, dass es meins ist? Ja. So. Aber das hat sowas von einem Fan-Charakter vielleicht, was irgendwie wirklich nur mal für so einen Song oder für einen Moment auch einfach sein kann, dass mich irgendwas total so krass berührt. Und dann ist das vielleicht etwas, was anstößt, aber spätestens, wenn ich mich hinsetze und aus diesem Anstoß etwas folgen lasse, dann lasse ich es laufen und es passieren ganz andere Dinge und es kommt irgendwo und es landet irgendwo ganz woanders so. Und am Ende war der Anstoß wirklich nur einfach der erste Impuls. Ja. So, von dem man dann hoffentlich am Ende in der Sache auch überhaupt nichts mehr hört. Hm. Es gibt diesen schönen Spruch, der das für mich ganz gut rüberbringt. Den hat wohl Steve Jobs gerne benutzt. Man sagt wohl, aber der käme von Picasso, dass er meinte, also der wohl so lautet, bad artists copy, good artists steal. Ja. Und dass der entscheidende Unterschied dazwischen ist, wenn du kopierst, kopierst du, wenn du klaust, machst du es zu deinem eigenen. Ja. Und das heißt, dass du dir vielleicht zwar woanders was irgendwo herholst, aber du machst verdammt nochmal was Eigenes draus, du gibst was Eigenes rein, so. Mhm. Was ja ganz viel passiert, ist, dass das halt einfach wahnsinnig viel, und das sind ja dann so Industrieergebnisse, einfach wirklich viel kopiert wird. Mhm. Und das macht es halt ein bisschen langweilig. Ja, aber
Dennoch, um das doch nochmal zuzuspitzen, das ist ja schon für dich, also bei allen anderen Jobs, die du machst, um Geld zu verdienen, und die dir auch Spaß machen. Und klar, ist ja alles Musik und ist ja auch schön, wenn es irgendwo auf fruchtbaren Boden fällt. Ist das doch schon für dich der größte Traum oder das Tollste wäre für dich, mit Schwarz deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und dass das ist, oder? Ich glaube, am schönsten wäre es für mich, von all dem, also so von all dem, was ich gerade mache, leben zu können. Also weil, klar, fände ich das großartigst, fände ich es ganz toll, wenn das Projekt, wenn es Leute hören, wenn ich irgendwie damit auf größere Bühnen kann und irgendwie so, natürlich habe ich da total Bock drauf. Aber ich weiß auch, dass ich das nicht nur machen will. Ja. Also ich weiß irgendwie... Warum nicht? Weil ich den Perspektivwechsel auch so gerne mag. Ich mag es total gerne, irgendwie an einem Tag auf der Bühne zu stehen und mich mit meinem Zeug zu beschäftigen und irgendwie ein paar Tage später Filmmusik für irgendeinen Märchenfilm zu machen und ein paar Tage später mit einem Popsänger, Sängerin irgendwie zusammen Stücke zu schreiben. Natürlich nicht mit jedem oder irgendwas, aber ich mag diesen Farbwechsel. Ja. Den genieße ich total. Ich habe mich Ewigkeiten lang nur um mich gedreht und mich nur mit Voltaire beschäftigt. Und ich genieße das gerade wahnsinnig, irgendwie diesen Austausch halt zu haben. Und das möchte ich auch gerne weiter so haben. Das hat dich irgendwie auch von dir selbst ein bisschen befreit oder von dem Kreisen um dich selbst sozusagen. Ja, absolut. Also das ist auch irgendwie ein Grund, weshalb ich wahrscheinlich jetzt auch ganz gut das alles machen kann, was ich machen kann. Weil es fällt mir überhaupt gar nicht schwer, da mein Ego rauszuhalten. Ja. Weil ich das woanders habe. Also hätte ich jetzt Schwarz nicht, würde es mir scheiße gehen. Okay. Das ist mir schon wichtig. So. Ja. Aber ich mag so, also das ganze Paket, wie ich es jetzt gerade habe, mag ich eigentlich total gerne. Ja, cool. Ich freue mich dann sicher mal auf eine Gewichtung, wenn es ein bisschen mehr Richtung Schwarz, auch Konzerte und Platte rausbringen und so weiter geht. Natürlich irgendwie. Ich habe auch Bock, das so erfolgreich wie möglich zu machen. Solange ich hinter der Musik auch irgendwie stehen kann. Ich werde jetzt irgendwie nichts machen, was ich nicht mag, weil es ist für mich wichtig, auch in Unterscheidung zu allem anderen, was ich mache, dass das Schwarzding auch so eins bleibt, wie ich immer sage, so, das fühle ich total und das fülle ich auch so. Was mich so interessiert jetzt auch, ich meine, unsere Geschichte ist ja, dass ich diese erste Voltaire-Platte hörte und das ist ja für mich bis heute eine der besten und schönsten Platten im deutschsprachigen, also die ich irgendwie kenne im deutschsprachigen Musikbereich und so. Das ist ja für mich immer noch völlig überragend. Und die Frage ist, du hast ja erzählt, dass du ganz viele unterschiedliche Sachen machst und Lust hast, auch dich immer wieder neu zu entdecken und so. Gibt es bei dir im Rückblick auch so etwas, wo du sagst, zum einen, da war ich überhaupt nicht bei mir und das sind eigentlich Sachen, die höre ich mir ganz ungern nur noch an. Oder Sachen, wo du sagst, boah, da war ich irgendwie richtig gut oder war ich genau da. Also kannst du das im Rückblick vielleicht irgendwie dich selbst darin wiederfinden und magst? Ich weiß nicht, ist das für dich überhaupt eine interessante Frage? Geht so. Also, ist halt gut. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich darüber nachdenke, es gibt immer Momente, wo ich es mehr genossen habe, wo ich es weniger genossen habe, wo ich mit dem Ergebnis zufriedener oder unzufriedener war,
wofür ich immer versucht habe zu sorgen, ist, dass das Ergebnis, oder wo ich immer alles für getan habe, dass das Ergebnis irgendwie, dass es so gut wird, wie es halt sein kann unter den Bedingungen. Mhm. Also, und was heißt, und dann, was heißt auch schon wieder gut? Das heißt, ja, klar, einfach, aber das ist ja die das Frage. Heißt einfach, dass, das heißt einfach ja nichts anderes als ja. das, was ich in dem Moment für gut befinde, in dem ich es mache. Ja. Und ja, damit ist es für mich erstmal so, dass ich mit allem irgendwie klar bin, was ich gemacht habe. Ja. Klar gibt es Songs, wo ich also zum Beispiel sagen kann, so, keine Ahnung, so auf dem ersten Album kann ich zum Beispiel sagen, die Aufnahme von Zu schön fand ich nicht so gelungen, weil wir uns für ein bisschen zu langsames Tempo entschieden haben, wie wir irgendwie später dann auch für uns festgestellt haben, weil irgendwie der Gesang für mich da ein bisschen unsicherer klingt und die Aufnahme von Wo fand ich total auf den Punkt und war ich super zufrieden mit. Bei so Detailfragen. Ja, genau. So und genau so gibt es auch Sachen auf dem zweiten Album, wo ich irgendwie sage, so irgendwie das Ende von Wenn du gehst, finde ich ein totales Highlight irgendwie auf der Platte instrumental und insgesamt war mir der Sound dann rückblickend alles ein bisschen zu viel groß und hallig und sowas, aber in dem Moment war das halt irgendwie so und in dem Moment wurde das irgendwie auch so gemacht und ich weiß auch, warum es so gemacht wurde und es ist irgendwie auch okay und ich nehme aber halt nur, das, was ich für mich daraus mitnehme, wenn ich mir diese Frage stelle, ist, was mache ich zukünftig anders? Mhm. Und das ist alles im Fluss sozusagen. Irgendwie schon, ja. Ja, ich verstehe. Und was mich immer noch interessiert, und das fand ich sehr interessant, was du gerade schon gesagt hast zu dem Song, den du mit Enno gemacht hast, dass dir das so viel Spaß gemacht hat, weil das so eine andere Art von Relevanz hatte, weil du sozusagen ganz direkt gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen hast. Also gibt es da bei dir irgendwie etwas, was du damit willst mit deiner Kunst? Also insofern, ich kann das immer nur von mir ableiten, wenn ich etwas höre, verändert mich das häufig in meiner Stimmung oder macht etwas mit mir, ganz pathetisch gesprochen, verändert meine Welt. So, und inwiefern, ob es so einen Willen gibt da drin, wie du die Welt, also was du damit auslösen möchtest mit dem. Gibt es sowas? Gedanken darüber? Bei dem Song gab es das ja ganz konkret, ne? Dass man irgendwie aufklären, aufrütteln. Ja, genau. Thema. Also ich mache mir viel Gedanken darüber, auch aktuell gerade wieder, wie ich so Themen, die mich, also wirklich Themen, die mich so unmittelbar beschäftigen, irgendwie in Worte fassen kann. Ich tue mir damit zunehmend leichter. Was aber wahrscheinlich irgendwie so ein Ding bei mir ist, ist eher so auf so einer, es ist jetzt wirklich so ein bisschen selbstanalytisch, so keine Ahnung, wie sich das wirklich so dann in dem immer so widerspiegelt. Aber ich glaube, mir geht es schon irgendwie darum, dass ich, ein großes Ding ist für mich, glaube ich, schon, dass ich diese Welt, so wie wir die uns irgendwie hier geschaffen haben, insofern als sehr problematisch empfinde, als dass wir einen sehr, sehr starken Glauben an die Rationalität irgendwie haben, also wo ich, ne, was ich irgendwie ja grundsätzlich auch begrüße, ich bin ja auch eher dem Voltaire-Namen getreu, ein Freund der Aufklärung und jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht so viel mit Religion am Hut, aber ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass die,
dass die Vernunft auf eine Art selber zu einer Art Religion geworden ist und da auf eine Art wieder sehr irrational wird. Also konkret, dass das Allheilversprechen unseres leistungsorientierten Wirtschaftssystems mehr Wohlstand für alle kann schon irgendwie nicht funktionieren. Es gibt so eine, und da ist so eine Art, das ist jetzt irgendwie so ein Symptom, aber das Grundbild ist irgendwie so eins, wo ich das Gefühl habe, wir haben uns irgendwie so stark davon abgegrenzt, unserer Intuition irgendwie zu folgen, weil uns das, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie in so religiöse Gefühle geführt hat und so weiter, die ja auch viel Schlimmes auch geführt hat, dass wir irgendwie so eine, Sicht auf uns haben, als ob es am besten wäre, wenn wir einfach Computer wären. Ja. Und also wie so ein Pendel, das in die andere Richtung zu weit ausschwingt gerade und oder ist es? Ja, genau. Also es ist irgendwie, also wo, also es gibt ja irgendwie auch diesen Spruch, so um irgendwo anzukommen, muss man nur weit genug ins Gegenteil davon gehen. Ja. Und das ist halt das Gefühl, was ich teilweise so habe. Und wenn wir, und man merkt ja einfach an vielen Stellen, dass das Ganze einfach im Argen liegt. So für einen Großteil der Menschheit ist das hier ein Desaster, sowieso schon. Ja. Und weiß nicht so, uns geht's ja hier so lebensstilmäßig und irgendwie so eigentlich recht gut, aber weiß nicht, ob uns das wirklich so glücklich macht und instabil ist das sowieso irgendwie alles. Und das, und ich weiß nicht, ich denke halt irgendwie, dass wir alle irgendwie ein bisschen besser dran wären, wenn wir irgendwie da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, auch wieder so auf was, wow, werden viele sagen, Willkür und sowas, ich bin jetzt nicht für Anarchie, aber einfach ein bisschen mehr wieder auf eine gewisse Intuition irgendwie hören, also auf ein Gefühl, was man irgendwie hat, das vielleicht auch mal ein bisschen ernst nimmt. Ich finde das sehr lustig, dass du die Metapher der Kirche genutzt hast, um das zu sagen. Die Kirche im Dorf lassen, das ist ganz gut. Ganz schön passend oder unpassend, je nachdem, wie man es... Ja, es ist ungefähr so, wie jemand mal auf die Frage hin, das hatte Marian, Gitarrist von Hotel, was immer erzählt, der hatte irgendwie sich mit dem Nachbarn unterhalten, feiern Sie Weihnachten? Und der hat daraufhin einfach nur geantwortet, Gott sei Dank bin ich Agnostiker. Ich meine, ich komme ja aus einem katholischen Background irgendwie so ganz frei machen kann ich mich davon natürlich nicht, aber ich würde es dann vielleicht auch eher auf das Christliche beschränken und den christlichen Teil finde ich ja auch gar nicht so verkehrt eigentlich von der Grundidee her erstmal. Mit der Kirche habe ich wirklich nichts zu tun, so will ich auch nicht so. Ja, nun war aber die Frage, inwiefern hat das was mit deiner Kunst zu tun, was du da alles beschreibst? Also wie findet sich das, was du da beschreibst, wieder in dem, was du da machst? Oder findet sich das wieder? Also denke, meine Frage, willst du was damit? Ne? Ich denke, so. Ja, also ja. Ich denke, dass ich sehr viel auf, also sehr viel versuche, ja, einfach... Den Gefühlen und diesem, weiß nicht, ich habe das mal in einem Voltaire-Song so das Tier in uns oder so irgendwie auch genannt, so, also so dem irgendwie eine Relevanz irgendwie zu geben oder daran zu erinnern oder auch und auch vielleicht auf eine Art, das ist ja auch so ein Ding, was ja auch passiert durch dieses ganze Rationale, ist ja so eine Art Verhärtung, die irgendwie stattfindet. Und zu versuchen, das vielleicht auch ein bisschen zu lockern oder... Wie meinst du das Verhärten?
Naja, in dem Moment, wo du eine Aussage hinstellst, die Absolutheitsansprüche hat, ist etwas festgestellt. Mhm. Es ist nicht mehr im Fluss, es ist nicht mehr diskutierbar oder sonst irgendwas. Es ist definiert praktisch. Es ist definiert und statisch damit. Genau. Ja, und ich glaube einfach, wahrscheinlich ist es schon auch eine Art Glauben, so, weil vieles können wir natürlich nicht wirklich erfassen, aber meine Auffassung von Wirklichkeit ist, dass so vieles so unstatisch ist, dass wir das im Grunde gar nicht aushalten können und deswegen dauernd Dinge feststellen müssen, damit wir überhaupt irgendwie klarkommen. Ja. Aber dass wir halt dabei aufpassen müssen, dass wir nicht irgendwie alles so hart determinieren und so, dass wir uns selber unser eigenes Gefängnis bauen. Ja. Und ich glaube, ich versuche da immer so ein bisschen draus auszubrechen. Also mir hat ein Freund irgendwie mal gesagt, deine Songs handeln ja auch echt meistens von der Sehnsucht nach Kontrollverlust. Okay. Und das würdest du so bestätigen? Sagen wir mal, es gibt auf jeden Fall immer die Momente, in denen es das gibt. Es ist nicht immer so. Ja. Und vor allem ist es nicht bewusst so. Aber diese Momente des Loslassens, die sind mir, glaube ich, schon wichtig. Ja. Und du willst das praktisch mit deiner Kunst, dieses Rationale und dieses Harte in irgendwie aufweichen ein bisschen und für den Zuhörer oder die Zuhörerin auch. Oder ja, kann man das so sagen? Ja, also ich denke ja auch so, das wahrscheinlich Beste, was Kunst erreichen kann, ist gar nicht so sehr Antworten zu geben, sondern Leuten dazu zu helfen, sich bestimmte Fragen zu stellen. Mhm. Und ja, aber ich mache mir schon auch viel Gedanken darum, was für eine Verantwortung man einfach mit einem, oder was für eine Verantwortung ich konkret auch mit meinem Talent irgendwie habe. Mhm. Und bin dann meistens unzufrieden damit, also wie ich damit umgehe und arbeite da auch stets dran. So. Verstehe ich nicht. Also was meinst du? Ja, du denkst, du hast ein großes Talent oder du hast ein großes Talent, nicht du denkst, sondern das hat ja was Objektives und du denkst, dass du dem nicht genug gerecht bist oder nicht genug? Nein, es ist ja eine Sache, ob du irgendwie ein Talent nutzt, um, weiß nicht, möglichst viele Leute zu erreichen oder Geld zu verdienen oder irgendwie sowas. Ja. So, habe ich ja jetzt alles im Grunde noch nicht so wirklich irgendwie, aber selbst so, das wäre mir, glaube ich, nicht, also würde ich mich schlecht fühlen, so, wenn es irgendwie so das nur wäre. Mhm. Ich denke halt so, jeder, der ein Talent hat und der irgendwie, oder sagen wir mal meinetwegen vielleicht nicht, Talent ist ja auch so ein beschissener Begriff eigentlich. Sagen wir mal, jemand hat, woher auch immer, aber irgendwie die Fähigkeit, Menschen in irgendeiner Form zu erreichen. Mhm. Dass sie zuhören, dass sie sich das angucken, das lesen oder sonst irgendwas, was er macht. Dass jeder, der das hat, sich auch ernsthaft Gedanken darüber machen sollte, was er damit tut. Mhm. Und wenn ich da, ich stelle diese Ansprüche nicht an andere, ne? Mhm. Aber wenn ich da dann drüber nachdenke, zum Beispiel, ne, also mit Themen, die mich selber auch, politischen Themen, die mich selber auch beschäftigen, also darüber was zu schreiben und was zu machen und so, bin ich da wirklich unzufrieden mit mir selber und denke auch irgendwie, ich muss da einfach was dran machen, weil irgendwie der, ich habe, also jetzt ist es zum Beispiel gerade bei mir wirklich so, ich schreibe halt weiter Songs so,
Und es sind jetzt nicht nur Texte über, es sind jetzt nicht nur Liebeslieder, eigentlich gar nicht so viele. Aber ich weiß zum Beispiel, ich will einfach gerade kein Lied mehr über so ein Thema irgendwie schreiben. Sowas. Es gibt irgendwie, also es drängt sich mir irgendwie immer mehr so auf, dass ich denke, verdammt, es gibt echt Wichtiges so. Also nicht nur in sich selbst, weil ich fühle mich heute nicht so. Ja, gut. Oder so. Man muss schon, also ich glaube, aber ich denke schon, dass es Sinn macht, auch um bei sich zu bleiben und nicht in irgendeine komische Pose zu verfallen, da auch da sehr in sich reinzuhorchen. Also ich habe irgendwann mal das Gespräch mit Uchenna, also Megalo, gehabt, wo es irgendwie so drum ging, er hatte auch irgendwie das Bedürfnis, politische Themen anzugehen, hat aber auch genau wie ich das Problem gehabt, ey, wie finde ich da einen Ansatz, der nicht irgendwie nur eine olle Pose ist? Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen nachgedacht und habe mir aber gesagt, ja, vielleicht, Moment. Vielleicht ist der einfachste Weg, das zu umgehen, erstmal schon mal damit anzufangen, erstmal bei sich wirklich anzufangen. Mhm. Also über irgendwas zu schreiben, wozu man gar keinen Bezug hat, ist eh irgendwie schwierig. Ja. Aber sobald dich ja irgendwas bewegt, hast du irgendeine Form von Bezug dazu. Ja. So. Wie reflektiert oder qualifiziert das inhaltlich oder so irgendwie ist, ist dann mal was anderes vielleicht irgendwie, aber das muss man dann gucken. Aber es war ja auch bei Enno zum Beispiel so. Der hatte einfach eine totale Wut im Bauch. Ja. So. Und das hat er dann angefangen, erst in Worte zu bringen und dann halt irgendwie geguckt, so wie erzählt man das am besten. Und dann ist halt das finde ich einen echt wirklich guten Ansatz, weil ansonsten bist du ja auch wieder schnell dabei, die gleichen Phrasen zu drischen, wie es sie schon tausendmal gab. Und eher abzulenken von den Dingen. Also eher so einen Eskapismus einzuladen, das ist ja das, was mir mega auf den Sack geht, zunehmend in dieser Singer-Songwriter-Welt, dass das eher, dass das so was Betuliches immer hat, irgendwie über die schönen Wälder und über die, das ich will das nicht hören, das hat so was Weltabgewandtes und nicht, also es bildet nichts ab, was da draußen wirklich passiert, sondern es lädt mich ein, davon wegzugucken und es muggelt mich so ein in eine Decke und das ist dann für so bärtige, gefühlige Männer und deren Freundinnen oder umgekehrt, die dann so ein bisschen esoterisch vor sich hin tanzen und die Welt vergessen. Und da habe ich keine Lust zu, das zu hören. Das tritt mir zu nah. Ich möchte, dass die Leute damit aufhören, das zu machen. Also ich habe... Aber klar, darf also das hier... Ich glaube, ich weiß, was du meinst und bin da irgendwie auch, glaube ich, nicht so bei. Aber mal grundsätzlich... Ja. Finde ich erstmal darf, also so Kunst, ich habe ja eben von den Ansprüchen an mich gesprochen, Kunst dafür, aber grundsätzlich gesehen darf für mich Kunst erstmal alles. Ja, sicher. Und ich finde auch, jede Kunstform kann in so unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Funktionen irgendwie haben und weiß ich nicht, ich finde auch mal, also auch Eskapismus kann manchmal unglaublich heilsam sein für einen Moment. Also so irgendwie ist die Welt ja auch hart und irgendwie müssen wir so und wir können uns nicht irgendwie dauernd mit Dingen umgeben, die uns permanent immer wieder daran erinnern, wie hart die Welt irgendwie ist. Es ist halt, da hat halt jeder irgendwie so seinen Job. Also es gibt ja auch durchaus so die also manchmal ist es ja auch irgendwie ganz schön, irgendwie zu sehen, wie dann Leute, die halt irgendwie, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber wie dann irgendwie Leute, die halt irgendwie ein total unpolitisches und auch eskapistisches Zeug irgendwie machen, ganz naives Zeug irgendwie machen, dann auf einmal irgendwie was
außerhalb ihrer Kunstform in einem Interview oder sonst irgendwas ein politisches Statement abgeben. Mhm. Die erreichen damit viel mehr Leute als viele, die irgendwie laut mit ihrer Politisierung in der Musik halt irgendwie was. Also, ne, das ist alles, kann man alles so und so irgendwie sehen. So. Ja, genau. Ich ruder auch gerne da ein bisschen zurück, natürlich. Nee, es stimmt natürlich, was du sagst. Sehe ich auch so. Und ich kenne das ja auch selbst, wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann Lust habe, vielleicht auch etwas aufzulegen, was mich in so eine warme Decke hüllt. Ne? So, ne? Ja. Klar, aber das, was mich vielleicht so ärgert, ist, dass das so erfolgreich ist und so eine Szene, und das sowas, das hat sowas Ernsthaftes und hat sowas ganz Egozentrisches, Innerliches, es geht nur um mich und mein Gefühl, und die Welt wird dabei vergessen. Und wenn das halt so überhand nimmt, dann ärgert mich das. Also in dieser reinen Form ärgert mich das. Ne? Also ja. Man kann ja also auf einer Platte ja auch immer gern so ein, zwei Lieder haben, die so sehr schön und so sind, aber Ich möchte gerne auch, dass die Brüche und das Kaputte und das Harte und wie auch immer auch durch die Kunst atmen hören, dass es irgendwas abbildet, was da draußen stattfindet und nicht nur den Blick wegwendet. Ne? Das ist etwas, was ich dann unangenehm finde. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, na denn, Eike. Hast du noch, was interessiert dich beim Roland noch? Gibt es irgendwas, was... Ich bin eigentlich zufrieden mit. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzuhören. Ja. Cool. Das ist natürlich... Hast du noch das Bedürfnis, irgendwas zu sagen, Roland? Boah, nee. Das ist ganz schön. Jetzt auch, ich guck mal gerade so, wir haben jetzt hier auf der Uhr 2 Stunden 20. Ja, yeah, das Rekord. Also, drehen wir noch ein Schnäpschen drauf, oder was? Ja, machen wir. Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank, Roland. Das war eine Reise, die war schön. Das sehr war schön. Gerne. Hat durch alle Spaß möglichen gemacht. Themen. Ich bin ganz froh, mit diesem Podcast dann morgen wieder in Köln reisen zu dürfen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Xingqiang TV. Denkt immer dran, Donnerstag ist Xingqiang-Tag. Und habt eine gute Zeit, hört bitte weiter zu. Es kommen auf jeden Fall weitere Podcasts mit weiteren interessanten Künstlerinnen und Künstlern. Alles Gute wünscht euch euer Philipp und euer Roland. Tschüss. Tschüss.